Und Konnichiwa und herzlich willkommen wieder zum Play-by-E-Mail Nummer 39. Ich bin der Captain und ich spiele Civilization 6 Rise and Fall mit den Japanern. Ich bin in Runde 97 und es dauert wirklich nicht mehr lang, bis ich dieses Spiel gewonnen habe. Auch wenn die anderen es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig wahrhaben wollen und es vielleicht noch gar nicht richtig kommen sehen. Gut, aber auf dem Weg dahin habe ich erstmal die Astronomie abgeschlossen. Dadurch könnte ich, wenn ich wollte, den Protala-Palast bauen, der einen zusätzlichen Diplomatie-Politik-Platz gibt. Neben dem anderen Wunder der Alhambra, was einen Militärpolitik-Platz gibt. Und der verbotenen Stadt, was einen Joker-Politik-Platz gibt. Und noch dem Big Ben, was einen Wirtschaftspolitikplatz gibt, sind das die Wunder, die halt so einen zusätzlichen Kartenslot geben. Eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist auch sehr teuer, muss man einfach sagen. 1060 bzw. runtergerechnet auf schnell 2 Drittel ist natürlich immer noch eine große Hausnummer. Okay, was habe ich sonst noch gekriegt? Ausrichtung abgeschlossen, Merkantilismus. Damit zum einen Lager sind jetzt plus 1 Produktion und plus 1 Nahrung. Das ist sehr schön. Ich habe so ein paar Lager. Ich kann Freibeuter bauen. Jo, so als erster kann ich diese Freibeuter bauen. Ich kann den Dreieckshandel reinbringen mit plus Gold und plus Glauben für alle Handelswege. Müsste man mal überlegen, aber ich glaube, mein Militär ist doch besser noch. Oder zumindest die anderen Karten sind noch besser. So, und ich kann die Logistik reinnehmen. Plus 1 Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinntem Gebiet. Okay. Dann hätte ich plus 1 mehr. Es wäre doch zumindest mal überlegenswert, das zu überlegen. Plus 1 Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinnten Gebiet. Hilft mir zumindest bei meinen ganzen Bautrupps. Da muss ich echt mal überlegen jetzt, ob ich nicht das sogar mache. Genau. Die Entwicklung der Ausrichtung Kolonialismus ist abgeschlossen worden. Ja, weil ich Astronomie habe, kann ich jetzt auch Kolonialismus schneller machen. Gut, was nehmen wir jetzt an Ausrichtungen vor allen Dingen? So, man sieht schon, Kolonialismus könnte ich jetzt direkt weitergeben. Plus 25% Gold und 10% Produktion in Städten, die nicht die Hauptstadt sind. Eingeborene Kampfsiege bringen das. Plus 2 Wissenschaft, Kultur, Durchsuche 10. Und 2 Gesandte, ja, das bringt auch was. Aufklärung bringt mir aber auch was. Hier diese ganzen Gebäudekarten. Und deswegen habe ich Aufklärung gewählt. 3 Runden für das ist doch nicht schlecht. Und dann, was wähle ich als Forschung? Also, warum habe ich noch die Aufklärung genommen? Weil ich die Aufklärung brauche für die Wissenschaftstheorie. Damit ich dann hier im Prinzip noch die Wissenschaftstheorie möglichst bald kriegen kann. Ich habe jetzt das Industriezeitalter noch einigermaßen gemieden und auch den ganzen Baum hier oben gemieden, weil ich, wenn ich hier bin, lieber ganz schnell einige Schiffe vorproduzieren und dann upgraden will, als dass ich die jetzt hier fertig mache. Deswegen warte ich lieber mal. Das kann ich ja ganz schnell nachziehen. Mit einer Flotte bauen sollte ich es brauchen. Burgen war mir jetzt wichtiger. Und vor allen Dingen, dass ich danach auch den die Belagerungstaktik nehme. Dann kriege ich diese fetten Mauern hier. Mittelalterliche Mauern noch. Und Renaissance-Mauern, die ich hier kriege. Wodurch ich auch hier wunderbar 100... nochmal 100, insgesamt bis auf 300 Verteidigung in meinen Städten rankomme. Das sollte zumindest genügen, um gewissen Fregattenanstürmen an zur See quasi auszuhalten. Ne? Auszuhalten ist das richtige Wort. Okay, so. Und außerdem will ich ja hier die Festungen haben, damit ich diesen Bonus hier kriegen kann. Ne? Weil nur wenn ich diese Boni konsequent einhalte, kann ich gegen den großartigen aufkommenden Forschungswert von den Chinesen
langfristig auch bestehen, sollte mein Plan mit der Religion nicht aufgehen. Und ich länger als geplant spielen müssen. So, die ganzen komischen Ereignisse, die... Na, jetzt geht das schon wieder los. Ah, nein. So, gut. Immer diese Einheiten, die ausgewählt werden, obwohl ich es nicht will. Ich habe einen Ritter zur Beförderung gekriegt. Das ist der hier oben. Okay, den lassen wir mal kurz in Ruhe. Das interessiert uns gerade mal nicht, was da oben passiert. Ich habe einen Gouverneur in Rouen gesetzt. Alles klar. Damit hat Rouen jetzt endlich neuen Wohnraum. Wunderbar. Sehr schön. Dann Glauben gesammelt. Das haben wir auch. Und was wurde attackiert? Ich wusste es. Er hat versucht, dieses Pferd wegzumachen. Und er hat es nicht geschafft. Warum hat er es nicht geschafft? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er vergessen hat, seinen Sun Tzu-General, wobei der zählt, glaube ich, gar nicht auf die Einheit, ne? Oder? Nee, Sun Tzu zählt... Doch, Mittelalter. Sun Tzu zählt auch aufs Mittelalter. Ja, genau. Wenn er seinen General vergessen hat, dahin zu ziehen, damit er mit dem General angreifen kann. Naja, gut. So oder so, wenn die Einheit dort steht oder dort steht, die wird jetzt vernichtet. Ganz einfach. So, aber bevor wir dahin kommen, Produktion. Was können wir alles neu produzieren? Ich bin in der Hauptstadt. So, natürlich wäre die Waffenwassermühle ganz interessant, aber ich habe mich dazu entschieden, die Werkstatt jetzt hier zu bauen. Ich habe mich dazu entschieden, in Tokio, obwohl ich hier die ganzen anderen Sachen habe, auch die Werkstatt direkt zu bauen. Und ich habe mich dazu entschieden, hier in dieser Stadt auch die Werkstatt zu bauen. 4 Runden. Und du gehst mal dahin, um dann das zu klein zu hacken nächste Runde. So, du kannst dahin gehen, um ein Sägewerk zu setzen. Du kannst dahin gehen, um da eine Mine hinzusetzen. Du kommst dahin. Du gehst dahin, um da eine Mine zu setzen oder einen Steinbruch hinzusetzen. Und du kommst hier hoch, damit du hier dann die mit anschließen kannst. Ach, hier muss ich auch noch was bauen. Gut, was baue ich denn hier? Hier habe ich ja auch schon eine Werkstatt. Hier habe ich im Prinzip alles fertig. Ich könnte sogar hier verbotene Stadt und so weiter bauen. Dann müsste ich aber eins von meinen Feldern hier frei bekommen. Hier sieht man so schön, das Lager hat jetzt 3-3, ne? Also Lager werden im Laufe der Zeit schon besser. Was ist das? Plus 3 Gesandte? Nee, nee. Wo muss das eigentlich stehen? Muss an einem Geländefeld gebaut werden, das an Küste grenzt. Warum sind da nur die drin? Warum ist... Ach, das gehört nicht dazu. Das gehört mir nicht. Oh, schade. Das wäre durchaus interessant. Dieses Wunder, 9 Runden, 3 Gesandte, plus 15%, wenn ihr Suche 10 in 2 oder mehr Stadtstaaten dieses Typs seid, erhalten alle eure Städte einen zusätzlichen Bonus von plus 15%. Das würde bedeuten, ich würde im gesamten Reich plus 15% für Geld bekommen, weil ich da ja Suche 10 bin, zweimal. Das ist Religionstourismus. Nee. Auch wenn der jetzt hier alle Apostel, die hervorragend haben, Märtyrereinheiten, ne, brauchen wir nicht mehr. Taj Mahal brauchen wir auch nicht. Also, deswegen, was baut der? Was habe ich ausgewählt? Ich habe den Militärpionier ausgewählt. Die Stadt hat 50 Produktion mit dem Militärpionier. Wunderbar. Sehr gute Produktion, muss ich einfach sagen, ne? Ja, wird ein bisschen gepusht auch durch die Handelswege, die von Aachen kommen. Gucken wir gerade mal Handelswegübersicht. Meine Wege machen jetzt 2-4, so. Und machen ihm auch 2-2 irgendwas, ne? So, Wege in meine Städte. Für sie Vorteile, ne, meine Vorteile sind 2-2-2. Abgesehen der von London, der natürlich nicht. Und ihre Vorteile sind 2-4 und so weiter. Also, da kriege ich nach Osaka, nach Okayama und nach Kyoto nochmal extra Nahrung. Das ist schon mal gut. Ja, die verfügbaren. Komm, das lassen wir weg. Gibt zu viele verfügbare Wege. So, einmal darf ich noch Produktion wählen. Ah ja, in Nagoya darf ich noch wählen.
So, das ist jetzt die Frage. Nagoya, wähle ich da jetzt die Stadtmauern? Wähle ich da jetzt den Campus? Ich glaube, ich wähle hier echt den Campus. Überlegen, Campus 16 Runden. Und du kannst, glaube ich, sogar auf das Feld gehen, sondern sind es nur noch 12 Runden. Okay, so. Und jetzt, bevor ich jetzt irgendetwas bewege, die im eigenen Feld starten, dürfen dann ein Feld weitergehen. Oder im freundlichen Gebiet. Das heißt, die hier müssten eigentlich auch gelten, weil das ja auch freundliches Gebiet ist hier unten, ne? Das da auch. Das da natürlich nicht mehr. Aber für den sollte es auch gelten. Also, 4 Runden. Ich hätte nämlich eigentlich vorgehabt, hier die Nachlasskarte auszutauschen gegen die Defensivgebäude. Als habe ich die anderen Karten schon bewegt, ne? Ah, okay. Tauschen wir sie trotzdem mal aus. Wo habe ich sie denn jetzt? Plus 1 Formel zu Beginn der Runde in freundlichem Gebiet. Logistik. So. Die ist nämlich eigentlich nicht schlecht. So, bestätigen. Okay. Und? Was bedeutet das jetzt hier? Hat der hier? Der hat jetzt sogar 3. Ach, das zählt dann wahrscheinlich auch erst nächste Runde, ne? Ja, natürlich. Okay, 2 von 3. 3 von 4. Okay, das zählt dann echt nur nächste Runde. 1, 2, 3. Ja. Du hast 4 von 5. Das zählt nicht. Das zählt auch nicht. 6 von 7. 6 von 6. Alles klar. Sehr gut. Okay. Gut. Nee, dann passt's ja. Okay. Aber das wollte mir jetzt noch die nächste Runde, in der nächsten Zeit ein bisschen noch helfen. So. Um vor allen Dingen diese ganzen logistischen Einheiten hier, die ich hier habe, mehr zu machen, quasi. So. Also, fangen wir an mit dem Glaubenskrieg. So. Du kannst dahin. Mal schauen, ob das auch als freundliches Gebiet gilt, als Allianzpartner. Du kannst zack, zack, zack machen und wieder eine Stadt zum Shinto bewegt, ne? Sehr gut. Dann, was nehmen wir denn jetzt? Den hier. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist Rom. Okay. Dann, was nehmen wir hier? 1, 2, 3, 4. Und anstatt hier rüber zu gehen, gehen wir einmal zurück. Und machen Peking noch mal einmal. So, das machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schade, reicht nicht. Du gehst. Da hoch, genau. Du gehst dahin. Du gehst dorthin. Noch mal einen weiter. Ob das auch gilt bei denen? Ob ich dadurch noch mal ein bisschen schneller werde? Mit dem auf jeden Fall. Mit denen, die ich hier im eigenen Reich habe. Die werden auf jeden Fall schneller werden. Aber die anderen, ob die. Dann haben wir noch den hier. 4, 5. Ja, natürlich, hier sieht man es doch. Zählt auch bei denen, wo ich befreundet bin mit. So, zack. Du da rum. Und du? Ja, du musst da stehen bleiben. Alles klar. Gut. Gucken wir, was wir hier oben machen. Der hier. So. So. Schade, nicht befreundet. Aber der hier, das könnte sein, dass das klappt.
Wenn ich den jetzt habe, dann wird er beim nächsten Mal 5 haben. Wenn der 5 hat, kann ich 2, 3, 4, 5 machen. Dann bin ich da. Dann kann ich locker mal 1, 2. Ja, das passt. Oder wenn ich da bin, habe ich 5, 1, 2. Jetzt muss ich mal genau gucken. Zack, zack. 2, eine Runde, 2 Runden. Eine Runde, 2 Runden, 1, 2, 3, 4. 3 Runden, nimmt sich nichts. Kommt genau das gleiche bei raus. Naja, komm, machen wir es so rum. Okay. Ich glaube, das war's von zivilen Einheiten, oder? Ich glaube, das war's wirklich. So, kaufen wir noch eine. In Tokio noch ein Missionar. Zack, man kann nie genug Missionare haben. Brauchen wir, um weiter voranzukommen. Gehen wir nach Paris, beziehungsweise nach Reims. So, er hat es nicht geschafft, hier den wegzumachen, was ein böser, schwerer Fehler ist. Denn, wenn ich jetzt hier rüber gehe, der hat 5, mit dem hat der noch 3. 1, 2, 3 kann ich die Straße wieder zurück hoch, wenn der vernichtet ist. So, dann setze ich jetzt diesen Ritter da, Reiter dahin und den Schmutzfink nach vorne. Kannst du mit dem General, hast den Generalsbonus. Jawohl. Feuer frei. Zack, 52. Ideal, weg ist er. Ja, ist wirklich ideal weg, ne? Zack. Weg ist er. Ideal. Jetzt kann der sogar noch da oben sich hinflüchten, wenn er will. Hab ich erstmal so im Sinn gehabt. Werde ich aber gleich nochmal anders ändern. Denn jetzt kommt noch dieser Bube Armbrustschütze. So. Und wird nochmal auf den hier feuern. Und Salve hat er. Und hat er auch den General. Großen General und Allianzbonus. Und zack. 91 hat er nicht geschafft. Weshalb ich jetzt wirklich mit gezwungen bin. Warum geht's schon wieder nicht? Ja, dass ich jetzt gezwungen bin, mit dieser Einheit hier rüber zu ziehen und sie den fertig zu machen. So, zum einen Belagerungszustand ist erreicht. Warum? Ja. Und zum anderen will ich diese Einheit fertig machen. Nicht, dass er da noch die upgradet in noch einen Ritter. Und hat Generalsbonus und alles. Zack, und dann steht die da drüben. Perfekt. Perfekt im Dunstkreis. Und ach ja, hier haben wir ja auch noch Einheiten. Hier, komm. Religion. Zack. Einmal auf Reims drauf. Und die Franzosen. Und es gibt mir wieder 3 zusätzliche Punkte. Sehr schön. Ah, da fällt mir ein, ich habe hier unten die ja gar nicht gemacht. Mensch, da ist die Frage, was mache ich denn jetzt hier? Ziehe ich mit denen dahin? Oder dahin? Und mit denen so weit? Mit denen wollte ich auf jeden Fall hier hinziehen. Und diese Stadt noch machen. So. Und wenn ich jetzt mit dem loslege, so, dann ziehe ich mit der Einheit dahin. So. Denn jetzt gilt es noch, Nantes und das da einzunehmen, während der sich wahrscheinlich hier oben um Marseille kümmert. Und dann kriegen wir das nämlich auch. Ja, dann ist es total unwichtig, ob ich Reims einnehme oder nicht. Auch so eine Sache, die ich mir nämlich genau überlegen muss, ob ich die einnehme oder nicht. So, der hier kann 3 Fälle gehen. 1, 2, 3. Du wirst den da in Ruhe lassen. Du gehst einfach nur da hoch, damit du dahin gehen kannst. Damit du hier 2 Felder gehst. Nicht da auf das Feld, sonst wirst du noch bombardiert. Du gehst auf das Feld. Du gehst auf das Feld. Gehst auf das Feld. 2 Felder. So. Der Timur, der bleibt hier. Der ist mit dem perfekt. Und der hier muss einfach eine nach vorne gehen.
So, und anstatt die Stadt anzugreifen, machst du nichts. Jetzt wird noch der hier hingesetzt. Ganz einfach. Der ist so billig, den muss er mit dem Fernkämpfer wegmachen. Wenn er hier den Bogenschützen, Armbrustschützen angreifen will. Wenn er ihn mit was anderem wegmacht, mit dem Ritter, bleibt der Ritter draußen stehen. Wenn er ihn mit dem Schwertkämpfer wegmacht, funktioniert es nicht, weil der Schwertkämpfer gebunden ist durch diesen Reiter. Er kann also im Prinzip den hier nur mit dem Fernkämpfer wegmachen. Okay, dann hat er seinen Fernkampfschuss verschwendet. Oder aber er muss seinen Ritter einsetzen. So, ansonsten kriegt er den nicht weg. Naja, vielleicht setzt er auch alles hier rein und will den wegmachen. Es ist gehupft wie gesprungen. Ich werde irgendwas verlieren und ich habe ihm jetzt ein paar Opferlämmer quasi angeboten zum Verlieren. Und der hier kann nächste Runde nämlich dann auch schießen. Während der nämlich dann 1, 2 oder vielleicht 1, 2 sogar geht und feuert, kann der dann sogar 1, 2, 3 gehen und feuern. Ist halt schade, dass der... Ja, okay. 1, 2. 1, 2. Muss ich mal gucken, wie das klappt hier mit denen. Ob ich das so weitermache. Okay. Auf jeden Fall... das hat man schon. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und jetzt kommen noch die Einheiten hier unten. Und da bleiben wir jetzt mal schön in dem Gebiet von Deutschland, damit wir auch den Bonus mitnehmen. So, und du gehst dahin und wir sehen, hier ist alles voll. Vielleicht kann ich ja sogar 4 Felder gehen. Also, der Logistikwert hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Gut, last but not least, ich will jetzt auch noch Antiocha fertig machen. So, wenn es längerfristig weitergeht, als ich denke, dann muss ich Antiocha fertig machen. Dazu muss ich zunächst erstmal 1, 2, diesen Bogenschützen wegmachen. So, damit hat der eine Beförderung. Dann gehst du auf dieses Feld. Ja, gehst du auf das Feld. Dann können die nämlich von da oben angreifen. Und holst dich hier Kampfstärke gegen. Ja, Kampfstärke gegen Fernkampfwerte. So. Dann kannst du nämlich auch das dahin machen. So, und jetzt können wir hier noch loslegen. So. Einmal feuerfrei mit der Armbrust. Das sollte nicht viel bringen hier. 6 Verteidigung runter, eine Gesundheit, aber ein bisschen zumindest, dass es mir hier ein kleines bisschen hilft. So, 7 Verteidigung runter, damit ist er auf 87 Befestigung runter. Sehr schön. Dich nehmen wir auch noch mal mit hier nach vorne und gehen wir ganz nach vorne. Ne, wir bleiben hier. Wir lassen dich da ganz vorne stehen. So, als Opferreiter quasi. So. Und damit war's das im Prinzip. Alle Einheiten gezogen. Wir haben lang genug gespielt, lang genug gemacht. Wir gucken auf die Siegrichtung. So, 5 von 7 Zivilisationen sind bekehrt. Die Engländer, die Amerikaner, die Deutschen sowieso. Ich sowieso und die Russen auch. Punktemäßig liege ich jetzt hier schon bei über 700 Punkten. Ich habe nochmal nachgerechnet, da fehlt ja immer was. Über 700 Punkte habe ich hier drin. Und Reichspunkte gehen bei mir jetzt auch so langsam wieder etwas nach oben. Ja, und wenn ich dann im Prinzip mit Paris und vielleicht sogar mit Antiocha habe ich 2 weitere Städte und mit der Stadt, die jetzt hier unten dann auch noch kommt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Dann habe ich sogar noch eine Stadt und dann bin ich auch wieder ebenbürtig mit dem Chinesen. Das sollte wunderbar funktionieren.
Gut, Stadtmauern. Ich baue jetzt hier diese Stadtmauer. Baue ich die jetzt hier noch? Baue ich sie fertig? Ich habe jetzt da eine Runde angebaut. Mir ist dabei aufgefallen, große Persönlichkeiten. Ich könnte hier oben das bekommen mit baut Stadtmauern. Das könnte ich sogar bekommen. Das ist zwar nicht so toll, aber ich könnte zumindest in einigen Städten das hinbekommen. Sofort Stadtmauern und mittelalterliche Stadtmauern. Das würde ich allerdings ganz gerne 1, 2, 3 in diese Küstenstädte packen, weil die Küstenstädte wenig Produktion haben. Abgesehen von dem, der kann das schnell selber machen. Aber diese zwei Küstenstädte nicht. Und dann noch einmal in diese Stadt, weil die hat überhaupt keine Stadtmauern, da bringt es am meisten. Dann werde ich die jetzt fertig bauen lassen hier in 4 Runden und dann ist die wenigstens auch rudimentär geschützt. Mal gucken, ob ich den kriege oder ob ich den nicht kriege. Oftmals wird er einfach links liegen gelassen, weil er ja nicht so pralle ist für Leute, die einfach auf die Ingenieure mit den ganzen Bonussachen wollen. Gucken wir weiter bei den Punkten. Gesamtleistung. Hier, 121 hat China. Ich habe 113. 30, 31 Technologien. 26 England hängt hinten dran. Ne? Du sowieso. 22, 21, 20, die hängen sowieso hinten dran. 33, hier also Tourismus nur. Ah ja, Kultur. Zack, ja, okay. China kommt auch etwas. Und England. Gut, Militär gleich auf. Ja, die Deutschen sind jetzt auch gut dabei. Die Engländer auch wieder, ne? Gut. Aber hier 38 Städte. Schon wieder deutlich mehr Städte als alle anderen. Ja, und ich würde sagen, damit beende ich das Spiel jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Der Captain gewinnt mit den Japanern. Sayonara!